Wem gehört mein Dorf? Dieser Dokumentarfilm aus Mecklenburg-Vorpommern versetzt Berge. Ein Lehrstück für die Demokratie. Regisseur und Autor Christoph Eder erzählt über den Wandel seines Heimatdorfes Göhren auf der Insel Rügen in den letzten 5 Jahren. Ein Dorf erwacht aus der Unmüdigkeit der Nachwendejahre. Offizieller Kinostart des Films ist am 12. August 2021. Am 4. August gab es die erste Voraufführung des Dokumentarfilms im Kino Capitol in Schwerin, organisiert von der Gewerkschaft Verdi. Gewerkschaften sind ja grundsätzlich für das Thema Demokratie, Demokratieleben offen und stehen dahinter. Und gerade so ein Film, der zeigt, dass man was erreichen kann, wenn man zusammen etwas auf die Beine stellt, ist eigentlich auch unser Grundgedanke der Gewerkschaften. Politiker vieler Parteien kamen diesen Mittwoch ins Kapitol, um sich das Lehrstück in Sachen Demokratisierung anzuschauen. Finanzstaatssekretär Miras kennt die Situation auf der Insel Rügen aus eigenem Erleben. Ein Film, bei dem im Kleinen ganz große Dinge verhandelt werden, nämlich die Frage, wie verhandeln wir eigentlich so die wesentlichen Entwicklungen dieser Gesellschaft, wie gehen wir miteinander um, aber auch so dieser Aspekt, in welche Richtung soll es eigentlich gehen hier bei uns in der Gesellschaft, also insbesondere der Tourismus, der uns auf Rügen sehr beschäftigt, da gibt es sehr viele widerstreitende Interessen und es ist einfach so das Thema, was diesen Film treibt. Zurück zum Film. Das Ostseebad Göhren hat sich in den letzten 30 Nachwendejahren gewandelt. Aus dem abgelegenen DDR-Dörfchen und Urlaubsgeheimtipp ist ein touristischer Hotspot geworden. Ein Investor aus den Altbundesländern hat den Ort nach der Wende maßgeblich geprägt. Für viele Einwohner und Einwohnerinnen von Göhren hat der Nachwendeboom Arbeitsplätze und Wohlstand gebracht. Für die überlaufene Gemeinde brachte es finanzielle Engpässe und einen Interessenkonflikt. Gegen die Maßlosigkeit weiterer Investitionen und Bebauungspläne hat sich in der Gemeinde Widerstand geformt. Eine Bürgerinitiative gründete sich. Nadine Förster ist eine der wichtigsten Mitstreiterinnen. Die Göhrinnerin ist nach einer Odyssee rund um die Welt in ihr Heimatdorf zurückgekehrt, um mitzugestalten. Für mich persönlich war es ja immer sehr schockierend. Ich habe ja mal Tourismus studiert. Tourismusjob mal gelernt, ne, Bürokoffer, also dieser klassische Weg, nach dem Abitur im Tourismus angefangen, dann Tourismus studiert, dann in die Welt gegangen. Und für mich war immer so Anfang in den 2000ern bin ich mal nach Mexiko gefahren und habe da wirklich das Paradies auf Erden gefunden, also karibische, also mexikanische Karibik. Und 20 Jahre später ist nichts mehr davon übrig. Und da sieht man, was passiert, wenn Tourismus sich einfach entfaltet. Ich habe das mal aus Überzeugung studiert, hätte mir aber damals nicht träumen lassen, was Tourismus anrichten kann. Von daher glaube ich, diese Perspektive zu bekommen, was passiert, wenn das einfach unkoordiniert so weiter wuchert, wächst, ne? Immer Wachstum, dieses Credo, da ist mir klar, da muss man reingehen und andere Perspektiven aufzeigen. Das Wort, Herr Horst. Der Film Wem gehört mein Dorf ist eine Langzeitstudie über einen Veränderungsprozess in Göhren. Die Stärke bezieht die Dokumentation aus der Nähe des Filmteams zu Akteuren vor Ort. Beide Seiten, sowohl die Bürgerinitiative als auch die sogenannten Vier von der Stange, die im Gemeinderat die Interessen des Investors unterstützen, sind ausgewogen präsent. Also die Reaktionen im Ort waren größtenteils total positiv, aber es hat natürlich Diskussionen ausgelöst, weil wir offenlegen, wie zum Beispiel politische Abläufe waren und wovon viele das nichts wussten oder wie sich nicht so sehr damit beschäftigt haben. Ich habe mit allen Protagonistinnen habe ich angeboten, bevor der Film veröffentlicht wird, ihn zu sehen. Das haben auch fast alle wahrgenommen und ich habe auch mit allen darüber gesprochen und da war einhellig, dass sie mir persönlich viel Erfolg mit dem Film wünschen. Und klar haben wir über die eine oder andere Sache diskutiert, aber auch bei der Vorpremiere in Göhren waren von allen Seiten, sag ich mal, Protagonisten vor Ort und haben sich dann vors Publikum gestellt. Der Film läuft erfolgreich auf Festivals in Europa und bewegt die Menschen, nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern. Was ist wichtig an diesem Film? In der Podiumsdiskussion nach dem Film wurde genau diese Frage diskutiert.
Der Film kann auf jeden Fall einen Impuls setzen, sich zu engagieren. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Denn, ich hatte es kurz angeführt, Demokratie funktioniert am besten, umso mehr Menschen sich beteiligen, ne, desto besser funktioniert sie schlicht und ergreifend. Und wenn wir mehr Menschen antriggern, dass sie das Gefühl haben, ich kann etwas bewegen, ich kann selbstwirksam werden in meiner Kommune, in meinem Gemeinwesen, dann haben wir viel erreicht. Der Dokumentarfilm ist ein Zeitdokument aus einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern. In Göhren haben sich Menschen aufgemacht, mitzugestalten. Die Botschaft ist universell. Wem gehört mein Dorf? Versetzt Berge. Ein Lehrstück für die Demokratie.